ich... Sag es mir. Ist es vorbei? Ich flehe dich an. Du wirst weiterleben. Dein Urteil ist geändert worden. Was? Das Tribunal ist übereingekommen, dass eine Hinrichtung zu milde wäre. Der Tod wäre eine Gnade für einen so unersättlichen Mörder wie dich. Du bist genetisch degradiert worden. Was? Und das, was dabei herauskam, war das härteste Urteil, das wir fällen konnten. Du bist jetzt ein Mensch. Ich bin ein Mensch? Ja. Sie leben auf dem unterentwickelten Planeten Erde. Wir werden bald dort landen. Und du wirst dort für immer bleiben. Du hast es nicht anders verdient. Das Urteil ist... unwiderruflich. Es gibt keine Hoffnung auf eine Rückkehr. Doch, ich lebe noch. Du bist ein Staubkorn der Vergänglichkeit. Die von uns praktizierte Degradierung ist eine fehlerhafte Methode. Die Fähigkeit des Überlebens hängt von deiner Intelligenz ab. Viel Glück, vielleicht hast du eine Chance. Ich werde dich töten. Ein Wort noch. Achte auf deinen Körper. Sollte er oder du beschädigt werden, zieht das eine schmerzhafte Metamorphose nach sich. Oder noch Schlimmeres. Ja, na jedenfalls nahm er seinen Ballermann. Ich glaube, er hatte keinen Schrot und er hatte seine Winchester vorne abgesägt. Und genau als das Schwein um die Ecke kommt, pow! Und weg war er. Dem haben wir es gezeigt. Der dreckige Spitzel konnte von Glück sagen, dass er auf die Art draufgegangen ist. Ja. Hast du schon 10-mal erzählt. Gib mir eine Zigarette. Was? Ich dachte, du hast aufgehört. Hab ich auch. Eine zum Abgewöhnen. Los, mach schon. Na schön. Wenn du mich sehr nett darum bittest. Gib mir eine verdammte Kippe oder es setzt was. Da ist was. Wo? Na da, nun schieß doch schon.
dazwischen quatschen musst. Ich hab doch gar nichts gesagt, Dad. Dad? Dad! Halt die Klappe. Ich wette, der ist heilfroh, uns zu sehen, Johnny. Hm? Hallo. Dad! Bist du verletzt? Komm bloß weg hier! Du hast es nicht anders verdient. Es glaubt uns keiner, ich schwör's dir. Ach ja? Fahr in die Stadt und borge dir den Wagen von Julian, aber sag ihm nichts. Das Ding hier können wir vielleicht noch verkaufen. Wer soll denn sowas kaufen? Irgendeiner wird's schon kaufen. Ja, Harmi, irgendeiner wird's schon kaufen. Los, beeil dich, fahr schon. Und wieso laden wir ihn nicht ein? Das Monster kommt mir nicht in meinen Wagen. Dad, vielleicht sollten wir einfach die Bullen holen. Na, sag mal, hast du sie nicht mehr alle? Tu endlich das, was ich dir sage. Na los doch, oder ich trete den Hintern. Thank you.
Verstanden, Wagen 96. Ihr seid jetzt 53, der Ecke 65. Alles klar. Over and Ende. Warst du schon mal auf Hawaii? Ja, vor ein paar Wochen. Ja, und wie war's? Schön war's. Ist das alles? War's nicht ein bisschen mehr als einfach nur schön? Willst du die Wahrheit hören? Nein, muss nicht sein. Die Leute kegeln dort mit Kokosnüssen, essen nur Fisch und es regnet unaufhörlich. Das ist nicht Hawaii, das ist Cleveland. In Cleveland war ich schon. Komm schon, mach mir nichts vor. Ist das nicht Scully? Ja, das könnte ja sein. Ja, sieht jedenfalls so aus wie er. Also hör zu. Pass auf. Hey, 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 wo bist du denn hin? Warte. Hände hoch, Morddezernat. Mach's mal gut, Alter. Die Hände hoch, habe ich gesagt. Ich bin unschuldig. Was wollen Sie von mir? Ich habe einen Haftbefehl. Sie sind angeklagt wegen Mordes und Vergewaltigung. Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Aus dem Weg, Mister. Lassen Sie sie los. Verpfeift mich. Sie um, wenn Sie ihr was tun. Lange warte ich nicht mehr. Ach, was du nicht sagst. Verpiss dich, du Schlampe. Verschwinde oder ich schwäche Sie ab. Lassen Sie die Frau los, oder ich blase Ihnen das Gehirn aus. Keine Bewegung. Zum letzten Mal. Verschwinde! Hau endlich ab! Wenn du schießt, schlitze ich ihr den Hals auf. Ich mache ernst. Nein, du erschießt mich nicht. Ach ja, wollen wir wetten? Nichts von hinten. Du kannst mich mal am Arsch lecken! Wir haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Oh, mein Bein! Alles, was Sie sagen, kann gegen Sie verwendet werden. Oh Gott, tut das weh! Sie haben das Recht auf einen Anwalt, falls Sie das Geld haben. Du Tier, mal hoch mit Ihnen hier! Hör mir doch erst mal zu, Baby! Ich muss dir was sagen. Auf so eine Braut wie dich könnte ich echt abfahren. Du tust mir weh. Was hältst du eigentlich von Sexspielchen? Ich sag auch meinem Freund Bescheid. Ach, brichst mir ja den Arm, Süße. Pass doch auf. Das Ding hier können wir vielleicht noch verkaufen. Wer soll denn sowas kaufen? Ermordet? Sind Sie gar nicht tot? Ich bin nicht tot. Oh mein Gott, bitte sterben Sie nicht, Mister! Sterben Sie mir bloß nicht, Mister! Geht's denn einigermaßen? Ich lebe. Ja, das tue ich. Kommen Sie mit. Ich bringe Sie ins Krankenhaus. Kommen Sie. Nun kommen Sie doch schon. Ich wurde auch schon mal überfahren. Da war ich gerade 7 auf einem Skateboard, wissen Sie? Ich fuhr so vor mich hin und wham, fetzte mich ein Laster von der Straße. Ich hatte auch erst mal einen Schock und mein Kopf war so groß wie eine Wassermelone und ich hatte ein paar Brüche. Dem Typ ging's schlecht, er kam öfter zu uns und hat uns Kekse geschenkt. Ich meine, können Sie sich das vorstellen? Kekse! Später hat er uns nach Disneyland eingeladen. Disneyland. Alles okay? Alles okay, alles okay. Naja, ich weise Sie ja ins Krankenhaus.
Stören Sie die Scheinwerfer? Im Handschuhfach ist eine Sonnenbrille. Na los, ich schenke sie Ihnen. Ich habe einen Waffenschein. Ich bin keine Kriminelle. Naja, man weiß doch heutzutage nie. Nun legen Sie das Ding schon rein. Hey, kommen Sie, setzen Sie sie auf. Steht Ihnen nicht schlecht? Nicht schlecht. Ja, weisen Sie ihn ein. Wir haben jetzt das ganze Gelände durchgesucht und eine Waffe gefunden. Sehen Sie, da ist sie. Gut, machen Sie die Papiere für die Leiche fertig. Ja. Pass mal auf, wenn der Krankentransport kommt, dann übernimmst du das, ja? Ich seh mich mal da drüben um, auf jeden Fall, ja? Sei mal nicht so aufgeregt, ich mach das schon. Okay, wo ist er? Immer mit der Ruhe, wir haben Zeit. Ist er tot? Oh ja, alles klar, wir sind hier. Vielleicht können wir doch noch helfen. Hat er schon eine Herzmassage? Oh je, Gott, jetzt fällt's mir ein. Genau, das haben wir vergessen. Wo ist er? Er ist drüben in den Büschen. Geht doch mal rüber und seht nach. Na, wie fühlst du dich? Schon besser, vielen Dank. Tut mir leid. Ist schon okay. Du musst dich nicht entschuldigen. Sag ihm nur, dass die Ambulanz da ist. Achtung, Zentrale, Wagen 110, Einheit 14 eingetroffen. Over. An Zentrale, ja, Einheit 14. Bitte komm, over. Sie sind gut zu verstehen, alles klar. Ihre Meldung bitte, over. Die Sanitäter sind jetzt da und bringen die Leiche weg. Wir verlassen jetzt den Tatort und nehmen den Verdächtigen zum Verhör mit. Over. Verstanden, Ihre Meldung ist gespeichert. Komisch, Officer. Wirklich sehr komisch. Ich dachte mir, es würde euch amüsieren. Na, gib schon den Kopf raus, oder macht das etwa zu viel Mühe? Nein, überhaupt nicht. Es gibt leider keinen. Was, tatsächlich? Es ist kein Kopf da. Was ist passiert? Da musst du den da fragen. Gefunden, allerdings fehlt der Kopf. Vielleicht erzählt das dir. Die Untersuchungen sind vorerst abgeschlossen. Die Leiche ist ein spezieller. Na, jedenfalls bin ich total drauf eingestiegen. Ich habe 5 bis 6 Tage die Woche gearbeitet. 4 Stunden am Tag. Ich war sehr fleißig und habe viel gearbeitet. Dann fing ich an, mich biologisch zu ernähren, nur noch gesundes Zeug zu essen. Ich sah toll aus, das kann ich Ihnen sagen. Wahnsinnig toll. Aber naja, alles hat seinen Preis, wenn Sie verstehen, was ich meine. Stellen Sie sich vor, von diesem Zeug habe ich doch tatsächlich Hämorrhoiden gekriegt. Also habe ich das Zeug aufgegeben. Und glauben Sie mir, seitdem fühle ich mich wohl. Verstehen Sie, was ich meine? Ich gehe Ihnen doch hoffentlich nicht auf die Nerven, oder? Das täte mir auch leid. Sind Sie wirklich sicher, dass Sie okay sind? Also, da wären wir. Ich hätte da einen winzigen Gefallen, um den ich Sie gerne bitten würde. Wäre es okay für Sie, wenn ich nicht mit reinkäme? Ich meine, es liegt an Ihnen, aber mir wäre es eigentlich lieber, wenn meine Versicherung nichts von all dem hier erfahren würde. Natürlich nur, wenn Sie versichert sind. Wenn nicht, könnten wir uns ja noch was ausdenken. Wo zum Beispiel... sind wir? Na, im Krankenhaus. So, das wär's dann, ja? Abgemacht. Wir sind doch jetzt Freunde. Na los, ich besuch Sie auch mal. Na toll, danke. Wirklich nett von Ihnen. Tausend Dank. Sie sind ein echter Schatz. Also, machen Sie es gut. Machen Sie es gut. Sie sollen es gut machen. Gehen Sie einfach durch die Tür dadurch. Die kümmern sich schon um Sie. Ich komme mal vorbei. Könnten Sie die Tür schließen? Die Tür zu. Die Tür zu. Na, wird's bald. Alles Gute. Wiedersehen.
Mann, willst du gut draufkommen? LSD, H, Trips, auch Koks, wenn du willst. Und ehrliche Preise, wenn du weißt, was ich meine. Da wären noch Shit, Rock, Crack, Smoke, Ecstasy und Grass. Ich habe was da, was dich hochbringt und wieder abkühlt. Alles, was du willst, Mann. Und dann wären... Hey, Baby, wo willst du hin? Warte mal. Hey, warte, ich krieg noch Geld von dir. Sie wollten uns sprechen, Captain? Ja, wir haben da einen Mordfall im Naturschutzgebiet. Das muss ein übler Killer sein. Ich will, dass ihr den Fall übernimmt. Sexualverbrechen? Oder ein Triebtäter? Vielleicht beides. Tja, ausgesprochen schwer zu sagen. Er hat nicht nur den Hals aufgeschlitzt, er hat gleich den Kopf mitgenommen. Das gibt's doch nicht, unmöglich. Vom Rumpf getrennt und mitgenommen. Ich möchte, dass ihr den Sohn des Opfers vernehmt. Er ist der einzige Verdächtige, den wir haben. Offen gesagt, ist das eine komische Sache. Der Junge hat zwar ein Vorstrafenregister, aber er hat den Mord gemeldet. Naja, tatsächlich gemeldet hat er den Mord auch nicht. Er sprach von einem kopflosen außerirdischen Monster. Die zuständigen Beamten fanden ein Jagdgewehr mit Schalldämpfer am Tatort, ja. Also, ihr werdet das schon machen. Natürlich. Ich schwöre es dir, dann habe ich die Alte angemacht. Sie war 1,98 Meter. Kriegst was gegen die Glocke, verstehst du? Steh auf! Los, du! Lass dich hier nie wieder blicken! Na, vielleicht bist du doch gar nicht so übel, was? Hey, Mann, du siehst ja wirklich schlimm aus. Wenn die Bullen dich so sehen, schicken sie dich ins Leichenschauhaus oder gleich in die Irrenanstalt. Das könnte dir passen, zieh das mal an. Hier. Na, bleib ruhig, Partner. Ich... bin gut drauf. Ja, das sieht man ja. Du siehst scheiße aus. Hier, zieh das an. Mal sehen, was ich noch hier habe. Oh, 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 nicht rüberziehen, nicht rüberziehen. Macht nichts, macht nichts, mach, was du willst. Du bist nicht von hier, was? Wo kommst du her? Disneyland. Du bist ja verrückt, du hast eine Macke, Mann. Du bist verrückt. Verrückt? Macht nichts, ich bin auf einer ähnlichen Schiene. Ich werde langsam müde, Alter. Komm, wir gehen zur Mission. Mission? Ja. Wo hast du denn deinen Wagen geparkt? Ich weiß nicht. Hey, du gefällst mir. Hey, du gefällst mir.
Du bist ein heißes Teil. Heißes Teil. Komm, lass uns gehen. Komm mit, mein Bruder. Frühstücken. Hi, Johnny. Ich bin Detective Pierce und das ist Detective Krieger. Wir wollen dir ein paar Fragen stellen. Einverstanden? Was hast du gestern Abend im Naturschutzgebiet gemacht? Das habe ich doch schon der Polizei erzählt. Wir waren jagen. Wir wollten was schießen. Mit einem Schalldämpfer? Das ist doch ganz unwichtig. Wichtig ist doch nur, dass wir diese fliegende Untertasse gesehen haben. Nein, Moment, eine fliegende Untertasse war es nicht. Es war mehr so eine Art kugelförmiger Ball aus Licht. Und dann kam dieser Kerl mit diesem Monster raus. Das Monster sah irgendwie aus wie eine Eidechse oder ein Käfer. Wie ein Käfer? Ja, dann kämpften die beiden. Dad hat auf das Vieh geschossen, aber es ist abgehauen. Der andere stand nur da, der Kerl, der aussah wie ein Mensch. Jedenfalls zuerst. Dann kam er auf uns zu, als ob er sich bedanken wollte. Aber als er dann bei uns war, hat der Dad eine gehauen. Er ist Meter weit geflogen. Dann fing er irgendwie an zu zittern und verwandelte sich in dieses außerirdische Ding. Alles verwandelte sich, nur sein Kopf nicht. Der ist einfach explodiert. Es war kein Stück mehr davon übrig. Dann meinte Dad, es wäre wohl besser, Hilfe zu holen. Ich krieg das mit der Angst zu tun. Deswegen ging ich zur Polizei. Als ich wieder zurückfuhr, war mein Daddy. Na, da war der Kopf von meinem Daddy weg. Und das Ding war einfach verschwunden. Ich weiß, dass das total irre klingt. Ich weiß ja nicht mal, ob ich selbst glauben soll. Aber es ist wahr. Ich habe jetzt das Recht auf das Geld. Wir haben das UFO und das Monster entdeckt. Hör schon auf mit dem Blödsinn, Kleiner. Sag uns mal lieber, was ihr im Naturschutzgebiet wolltet. Du Idiot! Ihr glaubt wohl, ich wäre verrückt, was? Wäre es für euch leichter, wenn ich verrückt wäre? Ist das so? Wäre die Scheiße dann für euch leichter? Es reicht, Johnny. Wir wollen doch einfach nur wissen, was passiert ist. Haut ab! Schweine! Haut ab! Das ist das Fernsehen, nur das ist daran. Das Fernsehen macht sie ihnen vor und mit den Drogen kommen sie auf dumme Gedanken. Und so geht das Land vor die Hunde. Dich kriege ich noch. Komm schon, hey, lass los, du stinkst, Bulle. Fass mich nicht an. Warte, bis ich rauskomme, du Bullenschlampe. Dich mache ich fertig, ich mache euch alle fertig. Ja. Dich auch, du Mehlauge. Total fertig. Dr. Mason. Nee,
nicht. Drängel da hinten, ihr kommt ja alle ran. Ach, meine Güte, geht denn das hier nicht weiter? Bin ja mal gespannt, was es heute gibt. Ja, wahrscheinlich die Reste von gestern. Möchten Sie Kaffee? Mhm. Nicht einschlafen, ihr beiden. Na kommt, heute gibt's Eintopf. So. Und ein Teller für Sie. Lassen Sie sich's gut schmecken. Der Herr lässt niemanden verhungern. Möchten Sie lieber Tee? Julius, alte Kanalratte. Rücken Dollar raus. Oder es gibt was gegen die Birne. Ich habe keinen Dollar. Oder sehe ich vielleicht aus wie Rockefeller? Wieso fragst du nicht einfach meinen Kumpel hier? Hey, Alterchen, wie heißt du nochmal? Bob. Bob Laney. Bob! Ich heiße Jim. Hallo Frankenstein. Bob. Bob. Ich habe keinen Dollar. Ist ja gut, vergiss es. Was ist los? Schlag ein, es kostet dich nichts. Ah. Was ist los mit dir? Was machst du da? Bist du krank oder was? Das kannst du doch nicht essen. Spuck es aus. Komm, spuck es aus. Oh, Mann, hörst du sie nicht alle? Verdammt nochmal. Sieht er nicht hübsch aus? Wie ist das denn passiert? Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich sagen, sein Kopf ist abgequetscht worden. Die Wundränder sind sehr unregelmäßig und lassen eigentlich keinen anderen Schluss zu. Es ist anzunehmen, dass wahrscheinlich ein wildes Tier etwas von Laney gefressen hat. Und zwar unmittelbar nach seinem Tod. Gefressen? War nicht sein bester Tag. Ich werde ihn später noch genauer untersuchen. Vielleicht wurde er woanders getötet und danach ins Naturschutzgebiet gebracht. Nein, das glaube ich nicht. Dann würde die Leiche einschlägige Merkmale aufweisen. Es hätten sich aufgrund der Blutgerinnung an verschiedenen Stellen Hämatome gebildet. Connie, was glauben Sie, ist mit dem Kopf geschehen? Das weiß ich nicht. Vielleicht ist er noch am Tatort. Ja, das könnte doch sein. Das würde euch sicher die Sache erleichtern, was? Ist das ein Leben, Jungs? Wir hier unten und die da oben mit ihren Lohnsteuerkarten? Sollen sie die Stechuhren füttern? Ihren Chefs die Ärsche küssen und sich wegen ein paar Piepen verheizen lassen? Ist das eine Nacht? Mann, ich sag dir so schön, wie heute Nacht wird's nie wieder. Und weißt du, woran das liegt, Cowboy? Das kann ich dir sagen. Das liegt hier an der Flasche. Ba, 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 ba. Beethovens Fünfte. Ihr Trinkkumpel. Hey,
stell dir vor, Mann. Stell dir vor, ich habe in der Lotterie gewonnen. Das ist mehr, als du von dir sagen kannst. Und wo hast du das Geld verbaggert? Mann, du redest doch nur Müll. Hey, ich war auf der Rennbahn, Alter. Nicht doch im Lotto. 890 Mäuse. Scheiße, die haben keine Woche gehalten. Hey, Mann, hier, trink aus. Hey, du Frankenstein, lass mal was für uns drin. Hey, Alter, was ist los? Das ist noch längst nicht dein Tod. Das ist nur die Metamorphose. Es ist noch nicht vorbei. Längst nicht. Was ist das denn? Du musst weiterleben. Du musst weiterleben. Was habe ich gestern gesagt? War es nicht ein schöner Tag heute? Dieser Tag war wunderschön. Aber heute empfehle ich, sich warm anzuziehen, speziell in den westlichen Vororten. Weil morgen mit aller Wahrscheinlichkeit eine Kaltfront von Norden runterzieht und die warme Front, die noch im Süden das Wetter bestimmt, sich wahrscheinlich nicht mehr lange hält. Wird es nun die nächsten Tage schön oder scheußlich? Es wird leider kälter, meine Damen und Herren. Wir senden rund um die Uhr. Und nun Sport auf Kanal 10, der Supersportkanal. Zum Mittagessen machen wir uns heute einen Salat. Dazu nehmen wir 100 Gramm rohen Spinat, 100 Gramm geräuchertes Huhn, eine Scheibe Avocado und zwei Frühlingszwiebeln, 8 hartgekochte Wachteleier, 3 Esslöffel Walnussöl. Dazu noch einen Esslöffel Essig und zu guter Letzt nicht zu vergessen Salz und Pfeffer, natürlich in homöopathischer Dosierung. Wir waschen den Spinat und entfernen die Was Stänge. Ist denn nun schon wieder? Wird geschnetzelt und die Avocado fein zerkleinert. Ich will eine Zigarette. Sie dürfen hier nicht rauchen, das wissen Sie doch. Oh, Baby. Komm, gib mir eine bitte. Ich brauche eine Zigarette. Okay, soll ich die Schwester rufen? Hey, warte, hör schon auf damit. Ich mache keinen Unsinn. Hör zu. Hab doch Mitleid. Gib mir eine Kippe, damit ich was zu rauchen habe, wenn ich aufs Klo gehe. Ha? Sie werden nicht auf die Toilette gehen. Sie kriegen die Bettpfanne. Mann. Willst du mich unbedingt betteln hören? Ich kann auf dieser Pfanne nicht sitzen. Hey, hey, Moment mal, warte. Hör doch mal zu. Ich schwöre es dir. Ich schwöre es dir bei meinem Augenlicht. Ich mache keine Schwierigkeiten. Lass mich aufs Klo gehen und eine Zigarette qualmen. Na los, komm schon. Ist das vielleicht zu viel verlangt? Ha? Vergessen Sie, Scully, da läuft gar nichts. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Gib mir die Pfanne. Gott, dass ihr auch aus allem gleich eine Staatsaffäre machen müsst. Nun geben wir die Muscheln dazu. Wenn diese ihr rotes Aussehen verlieren, übergießen wir sie mit Brühe und dem trockenen Weißwein und bringen das Ganze langsam zum Kochen. Nun garnieren wir die Soße mit dem frischen trockenen Weißwein dazu und leisten Sie sich einen Côte de Provence. Ja, meine Damen, nächste Woche sehen wir uns wieder um die gleiche Zeit. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Meine Damen und Herren, das war unsere Sendung Kochen zum Mitmachen, immer zur gleichen Zeit auf Kanal 4. Und nun, meine Damen und Herren, die Lokalnachrichten. Die Reihe von grausamen Morden in der Stadt setzt sich offenbar fort.
Über die Beweggründe des Mörders ist bisher nichts bekannt. Ob es ein Triebtäter ist oder ob dies Racheakte sind. Die Polizei berichtet von einem Mord an einem Obdachlosen. Er wurde in einer kleinen Gasse unweit der Mission umgebracht. Dies ist nun schon die zweite Enthauptung, die uns seit gestern bekannt geworden ist. Die Polizei erklärte allerdings, dass es fraglich sei, ob die Morde in einem Zusammenhang stehen. Anders als im ersten Fall wurde der Kopf auch von der Leiche getrennt, aber am Tatort gefunden. Sag mal, kennst du noch mehr so nette Plätze, Charlie? Aber so übel ist es doch gar nicht. Oh nein, hier hätte ich nur die Schwierigkeit, mich unter so vielen hübschen Männern nicht entscheiden zu können. Zentrale an Wagen 58. Kommt sofort zur Zentrale, over. Hey, hallo, Kaffee. Oder gib ein Bier rüber. Wird's bald. Sag mal, wofür bezahle ich dich eigentlich? Hey, Glatze, wenn du der Chef bist, gib deinen aus. Ich bin froh, dass du überhaupt arbeiten darfst. Hey. Los, Mann, komm aus der Tasche, gib einen aus. Was bist du für ein Sack? Jetzt aber Schluss hier. Ihr verschwindet. Hier gibt keiner einen aus. Hier wird bezahlt, ihr Penner. Und jetzt raus hier, ihr beiden. Halt die Schnauze, Mann. Ich mach dich fertig. Halt die Klappe. 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 Darling, du warst gar nicht mal schlecht. Er ist sehr nett. Naja, und dann sind wir den nächsten Tag auch noch ausgegangen. Und vorhin hat er schon wieder angerufen. Und dann hat er ihm einfach den Kopf abgezogen, so als ob er eine Flasche Wein aufmacht. Blut spritzte. Es war einfach schrecklich. Und ich bin gerannt. Ich meine, ich bin um mein Leben gerannt. Aber Sie hatten doch den ganzen Tag lang getrunken. Ja, aber ich war nicht besoffen. Ich habe gesehen, wie der Kerl sich in ein Monster verwandelt hat. Seine Hände, seine Arme. Und dann hat sie seinen Kopf aufgeblasen und dann hat er den von Julius abgerissen. Sehen Sie mich an, trauen Sie mir das zu? Ich frage Sie, ist ein normaler Mensch dazu imstande? Hatte Ihr Monster auch einen Namen? Er fällt mir gleich ein. Er war auch irgendwie sehr pingelig damit. Bob Laney. Ja, er hieß Bob Laney. Diane? Könnte ich dich eine Sekunde sprechen, draußen? Ja, gleich, Charlie. Mr. Whitefeather, das ist Detective Krieger. Sagen Sie ihm doch noch mal, wie sich das Monster nannte. Bob Laney. Diane. Charlie, ich glaube, das war bis jetzt der erste Hinweis, der uns wirklich weiterbringen könnte. Ich habe schlechte Nachrichten. Scully ist entkommen. Charles war ihm im Krankenhaus zugeteilt und er ist auf sie losgegangen. Es sieht schlimm aus. Er hat sie ziemlich zugerichtet. Wird sie wieder gesund? Ja, das glaube ich schon. Ach, besuch sie doch einfach im Krankenhaus. Ich kümmere mich um ihn. Ich hätte ihn kalt machen sollen. Was? Hätte ich ihn erschossen, wäre das nicht geschehen. Ach ja, richtig. Das hätte ich ja fast vergessen. Du bist an allem schuld. Komm schon, geh zu ihr. Alles klar?
Und schon wieder beginnt ein neuer Tag. Ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba-ba. Guten Morgen, Julius. Wie geht's uns heute? Zu ihr rein. Sagen Sie, wie spät ist es? 7.30 Uhr. Danke sehr. Bleiben Sie bitte nicht zu lange. Hm? Ja. Dr. Philipp, bitte zur Information in den Kreissaal. Hey, Piers. Wie geht's dir denn? Wie geht's dir denn? Gut. Ich hab dir ein paar Blumen mitgebracht. Danke. Nun sag doch mal, wie geht's dir? Ganz schön mies. Ja. Charlie hat's erzählt. Oh Gott. Es war furchtbar. Dieses Schwein. Es wird schon wieder Kopf hoch. Ich kann mir denken, wie es dir geht. Dieses Schwein hätte mich umbringen können. Wahrscheinlich habe ich noch Glück gehabt. Ja. Kann ich nicht irgendwas für dich tun? Deine Blumen füttern oder die Katzen gießen? Für dein blaues Auge kaufe ich dir eine Sonnenbrille, okay? Sehe ich denn so schlimm aus? Ich würde sagen, fast wie ein Rockstar. Dr. Logan, bitte zur Pathologie ins Erdgeschoss. Sieh zu, dass du wieder gesund wirst. Ja. Diane, könntest du mir einen Gefallen tun? Jeden, den du willst. Räche dich an diesem Bastard für mich. Das verspreche ich dir. Diese Strafe ist nur ein wildes Urteil. Dein Schicksal hast du selbst gewählt. Du musst weiterleben als Mensch. Die Wunde ist der des anderen Opfers sehr ähnlich. Den Kopf haben sie zwar gefunden, aber naja, sehen sie selbst. Nicht gerade ein passendes Paar, was? Mr. Robert Laney. Das erste Opfer. Richtig. Wir haben ihn zweifelsfrei identifiziert. Was geht hier eigentlich vor? Ich hatte schon Blutsauger und Kindermörder, aber das hier ist auch neu für mich. Jetzt kommt der wirklich grausame Teil. Die Histopathologie fand in Lanys Kopf einen dritten Bluttyp, stellen Sie sich vor. Die Spuren vom Täter. Großartig. Ich sagte nicht an seinem Kopf, ich sagte in seinem Kopf.
ist ja sehr seltsam. Und wissen Sie was? Der hier wurde auch angefressen. Also handelt es sich hier um einen Massenmörder, der nicht nur Kannibale ist. Er injiziert den Opfern auch noch sein eigenes Blut. Den dritten Bluttypus konnten wir bis jetzt noch nicht klassifizieren. Klassifizieren? Ja. Wir wissen nicht mal, ob es menschlich ist. So ein Elefant mit diesen gewaltigen Stoßzähnen nennen wir Mammut. Sie starben gegen Ende der zweiten Eiszeit aus, vor etwa 60.000 Jahren. So, meine Damen und Herren, darf ich Sie jetzt einen Stock höher bitten? Wir kommen dann zur Steinzeit. Ja, hier entlang bitte. Kommen Sie. Muss doch ein Krankenwagen geholt werden. Treten Sie doch bitte an. Holen Sie doch das Krankenhaus bitte beiseite. Dr. Stechow, bitte zur Psychiatrie. Dr. Stechow, kommen Sie bitte zur Psychiatrie. Also wann habe ich denn nun einen Termin beim Herrn Doktor? Das könnten Sie mir doch wenigstens sagen. Ich warte jetzt hier schon Stunden. Hallo, Kaffeeböhnchen. Hast du mich nicht vermisst? Mein Gott, du schon wieder? Siehst du, so habe ich's gern. Ich habe eine Überraschung. Na, wäre der was für dich? Er ist im Museum ohnmächtig geworden. Er wollte nicht, dass wir ihn anfassen. Also haben wir es gelassen. Hat wahrscheinlich Jahrmillionen nicht gebadet. Er hat irgendeine furchtbare Hautkrankheit auf seiner Hand. Du schaffst das schon. Ach ja? Ich danke Ihnen, mein Herr. Dr. Jack Jones, bitte zum OP 2 in den dritten Stock. Siehst du, so ist das. Die Pflicht ruft. Du verlässt mich schon wieder? Der Alltag ist kalt und herzlos. Ciao. Dr. Jack Jones, bitte zum OP 2 in den dritten Stock. Jack Jones. Haben Sie einen Termin? Na, also schön, junger Mann. Kommen Sie in 15 Minuten wieder, Schwester. Ah! Also, was fehlt Ihnen denn? Mann, oh Mann, oh Mann. Raus mit der Sprache. Ba, 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 ba. Ich werde Ihnen schon nicht wehtun. Ich möchte mir nur Ihren Hals ansehen. Ba, 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 ba. Ich kann Ihnen doch nicht helfen, wenn Sie sich nicht von mir untersuchen lassen. Dr. Cheever.
Dr. Chiba? Hallo, Dr. Chiba! Hallo, Dr. Chiba! Zentrale, Verkehrsunfall an der 17. Ecke 42. Was für ein Tag. Charlie? Ja? Was ist, wenn sie die Wahrheit sagen? Wer? Na, die Zeugen. Das weißt du doch, Zeugen sagen nie die Wahrheit. Ich meine es ernst. Das meine ich auch. Na schön. Und was hatte Lenis Kopf denn in der Nähe der Leiche zu suchen? Keine Ahnung. Möglicherweise gehört es zum Ritual des Mörders. Ich weiß es nicht. Ja, möglicherweise. Also, der Junge ist ein Fixer. Und der Indianer ein Säufer. Willst du damit etwa behaupten, dass irgendjemand aus dem Weltall hier bei uns zu Besuch ist? Ist das wirklich dein Ernst, Diane? Nein, nein. Ich meine, ich weiß es nicht. Aber irgendwie wundert es mich doch. Hör zu. Wir züchten sie selbst, und zwar hier. Da, sieh dir das an. Ich meine, wir haben schon genug von diesen Verrückten hier. Wieso sollten wir ausgerechnet die importieren? Sieh dir das doch an. Charlie, das liebe ich so an dir, dass du einem genau das sagst, was du denkst. Ja, das finde ich toll an dir. Hey, aufpassen, Lady. Wagen 22, bitte kommen. Wagen 22, over. Wagen 22, over. Wagen 22, vom Zentralkrankenhaus wurde uns eine Leiche mit abgetrenntem Kopf gemeldet. Fahren Sie bitte zum Zentralkrankenhaus, over. Ja, wir sind schon unterwegs. Na los, gib Gas. Auf geht's. Na, wie geht's uns denn? Danke. Gut. Dann mach weiter. Kann ich Ihnen helfen? Was kann ich für Sie tun? Ich werde mich gleich um Sie kümmern. Gehören die Sachen Ihnen? Ja.
Ganz schön zu tun gehabt, was, Doc? Was war es, ein Autounfall? Nein, Nasenbluten. Nasenbluten. Sie sind ja ein Scherzkeks, Doc. Ich bringe die Sachen zur Reinigung. Nasenbluten. Ich bin ein Scherzkeks. Hallo, Dr. Chiba. Hallo. Du bist noch nicht am Ende deines Weges. Dass du immer fremdgehen musst. Jetzt ist aber langsam Schluss damit. Ich mach das nicht mehr länger mit. Ich hab's dir gesagt. Halt dich aus. Das kannst du mir ruhig glauben. Red nicht dazwischen. Ich wusste es, du änderst dich nicht. Es ist immer wieder dasselbe. Out of my hands, love you, my soul. Grass in the yard is burning.
Erwartung, Baby. Das sind die alles Böhm, yeah, yeah, yeah. Head up, this my wells. Head up, this my wells. Said, head up, this my wells. Head up, this my wells. Out of my way. Das war scheiße. Red kein Blödsinn, es war gut. Du bist krank. Sieht es doch vollkommen daneben. Du bist krank. Aber wieso gleich die Eltern umbringen? Wieso sollte ich sie nicht umbringen? Was haben sie für mich getan? Ihr seid ja alle krank. Wisst ihr das eigentlich? Hey, da seid ihr. Mann, siehst du scheiße hey, aus. Hey, ich doch nicht. Nicht du, er. Ich sehe doch gut aus. Er sieht toll genau. aus. Genau. Ja, finde ich auch. Ich finde ihn auch toll. Danke. Nur klingst du scheiße. Ach, verpiss dich. We may never find our friends again. We tried. Now let's eat. We don't have any money. Oh. No problem. We'll carve out an IOU. Die Eingeborenen werden unruhig. Na, vielleicht ist es der Killer. Sehr witzig, Lad. Hey, 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 dem Kopf her. Hey, was ist das denn? Das ist Lad. Wer ist Lad? Dr. Chivas Hund, er besucht uns hin und wieder. Lasst ihn uns schlachten und aufessen. Also, Jungs, mir gefällt der neue Song. Er ist zwar blöd, aber wie das mit blöden Songs so ist. Schreib doch mal einen richtigen Song, Jungs. Schreib du doch mal eine richtige Rede. Schnauze! Er hat eben keinen Respekt vor der Kunst. Mein guter Mann, dein Sarkasmus ist ungefähr genauso wirkungsvoll wie ein Schmetterlingsfurz. Aha. Wo willst du denn hin? Ich glaube, ich werde mir ein Pferd kaufen gehen. Ridgeview Terrace. Ja, ich hab's. In Ordnung. Bitte bleiben Sie für einen Moment. Was denkst du, was es ist? Keine Ahnung. Frag mich mal was Leichteres. So, jetzt bin ich wieder da. Wiederholen Sie bitte Ihre letzte Meldung. Ja. Okay. Also, sein Kopf gehört zu dem Hund von nebenan. Und sein Körper... Er ist ein Monster. Ein Monster? Ja. Ein Monster, ja. Rufen Sie Scarcelli an und wecken Sie ihn auf. Bist du sicher, dass er tot ist? Ja. Absolut sicher, ja? Keinen Puls, keine Atmung, was soll sonst noch sein? Nicht, dass das Ding wieder irgendwelche Köpfe abreißt. Keine Sorge. Weiß Scarcelli inzwischen, dass es einen Hundekopf hat? Er glaubt Ihnen. Ich soll Ihnen ausrichten, dass Sie ihn ins Leichenschauhaus schicken sollen. Er kommt dann dorthin. Ende. Komm, ich gebe einen Drink aus. Na komm. Hättest du gleich die Tür aufgemacht und ihm geholfen, hätte er überlebt.
Als ich noch im Bezirk 4 bei der Sitte war, haben wir mal ein Mädchen aufgegriffen. Sie sagte, ihr Vater hätte es fast jeden Abend mit ihr getrieben. Und das schon seit Jahren. Sie hat geweint und uns angefleht, sie einzusperren. Sie wollte unbedingt ins Heim, weißt du. Ich habe geschworen, ihn ins Gefängnis zu bringen. Das haben wir dann auch getan. Und ihm die Hölle heiß gemacht. Aber es stellte sich heraus, dass er ein guter Kerl war. Und ein liebender Vater. Und dass sie sich alles ausgedacht hatte. Völlig verrückt. Ja. Also hör zu, es ist schon sehr spät, Diane. Lass uns morgen damit anfangen, die Welt zu verbessern. Was meinst du dazu? Ist gut, Charlie. Weißt du, was dein Problem ist? Du hast zu wenig Leute um dich. Denkst du, es würde sich was ändern, wenn ich verheiratet bin? Nein, nein, du würdest dich nicht verändern. Aber du würdest vielleicht mit dem Kinderwagen statt mit dem Streifenwagen durch die Gegend fahren. Und wer sieht nach den Kindern? Gott. Lass uns gehen. Danke, Joey. Bis bald, ihr beiden. Sagen Sie mal, was machen Sie denn da? Ich pinkle. Was geht denn dich das an? Ich mag diese Straße und hier ist nicht dein verdammtes Klo. Hey, verpiss dich. Polizei, Sie sind wegen Exhibitionismus verhaftet. Hey, hören Sie, Officer, das können Sie doch nicht tun. Ich hab doch nur gepinkelt. Wisch es auf. Hm? Wisch es auf. Es regnet. Wisch es auf. Jetzt. Hören Sie, Officer, ich... Hey, los, stehen Sie auf. Verschwinden Sie, das reicht. Verschwinden Sie. Diane, ich muss mit dir reden. Charlie, mach das nicht nochmal. Dieses Schwein hatte es nicht anders verdient. Verdammt. Kann es sein, dass du ein bisschen überarbeitet bist? Ich hasse es. Ich hasse diese Scheiße. Nun mach nicht aus einer Mücke einen Elefanten. Ich habe auch schon mal an die Wand gepinkelt. Die Hunde pinkeln auch jeden Tag auf die Straße. Na, das sind ja auch Hunde, klar? Ich will jetzt nach Hause. Okay, ganz ruhig. Na los, fahren wir. Thank you.
Na, wie geht's dir? Ach, mir geht's gut. Wird nie langweilig, hm? Kann man so sagen. Charlie. Ich habe noch nie einen Menschen umgebracht. Ich weiß, wie es dir geht. Vielleicht solltest du ein bisschen Urlaub machen. Nein, nein, mir geht's gut. Es geht mir gut. Wirklich? Ja. Na, wenn du es sagst. Ich habe gerade mit den Leuten vom FBI telefoniert. Sie wollen mit euch reden. Und worüber? Über das Monster. Worüber denn sonst? Sie können damit nichts anfangen. Was erwarten die denn von uns? Ihr werdet es ihnen erklären und Schluss. Das können wir nicht. Sie sollten es sich selbst ansehen. Das Ding ist kein Mensch. Wenn es kein Mensch ist, was ist es dann? Detective Pierce, Mordkommission. Ja. Ja, in Ordnung, wir kommen sofort. Tja, Männer, dieses Monster, das wir Conny geschickt haben. Also, das Ding scheint doch noch zu leben. Was ist denn hier los? Nun regen Sie sich nicht auf. Rufen Sie bei der Polizei an. Sagen Sie Captain Scarcelli, er soll sich herbemühen. Jetzt sofort. Würden Sie das bitte für mich tun? Ja, natürlich. Danke sehr. Alles in Ordnung. Könnten Sie ein Glas Wasser holen? Ja. Weißt du, das ganze Geld, das in die Weltraumforschung geht, damit müssen wir Schluss machen. Ich glaube, meine Nase ist gebrochen. Hier FBI-Zentrale, wir geben das im Kaffee-Transport.
bring sie ihn hin. Sie wissen nicht, was sie da tun. Das weiß das FBI nie. Nein. Oh,